Wir sind wieder bei Splatoon S. Heute Herrschaft mit zwei Maps, die noch, ja, zu Anfangszeiten ziemlich häufig drankamen, mittlerweile ein bisschen untergetaucht sind, weil es halt jetzt so viele Maps gibt. Nämlich das Kofferfischlager und die Bohrinsel Nautilus. Ja, die waren von Anfang an dabei. Beides natürlich ein Zoner. Und ich sehe jetzt schon, das wird hässlich wegen diesem blöden Schützen, okay. Verständlicherweise hat der drei Fäuste, von daher ist es schon okay, aber dennoch ist so unfair, diese Blaster. Ich glaube, ich spiele auch in der nächsten Folge mal einen. Oder zumindest dann, wenn ich ein gutes Setup habe. So, ich versuche heute die Holboy rauszuholen. Oh, da ist jemand. Wenn der mich nicht sieht, ist das gut. So. Jetzt natürlich aufpassen. Oh, da. Nee, das war nur eine Mine. Keine Angst, das hat. Nur eine Mine. Schwimmt da jemand? Oh mein Gott, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil. Ja, ich spiele halt eine ziemlich langsame Waffe und ich glaube, das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Hm. Scheiße. Ja, ist natürlich doof, ne? Kann man jetzt nichts dran ändern. Da muss man schon vor dem Match sich eine Strategie überlegen. So, jetzt kommt eine neue Heulboje. Hoffentlich bringt die was. Komm, töte doch wenigstens einen. Naja. Na, immerhin Strafzeit rausgenommen. Das ist doch schon mal gut. Auch wenn es sehr schwer wird, bis ganz nach unten zu kommen. Aber es ist doch trotzdem machbar. Wenn wir jetzt klug spielen, dann ist das ein machbarer Bereich, wie gesagt. Aber, ja. Ich krieg gleich wieder eine Heulboje. Raus da. Ist natürlich gefährlich. Und das geht wieder an die Gegner. Aber es hagelt ständig Heulbeulen und das war gut. Jetzt ist der Moment, wo man nach vorne stürmen sollte. Weil zwei halt genockt out sind. So, ich habe keine Tinte. Ich muss wieder zurück. Ich kann da nichts ändern. Oh, den habe ich gekriegt. Super. So, neue Heulboje. Ah, ich krieg sehr viele, ne? Sind sehr viele Heulboje im Anmarsch. Ist der Feind tot? Ja, der Feind ist tot. Komm, schnell. Herrschaft, nein. Da kommt etwas. Weg mit dir. So, super. Der Seite müssen wir halt noch Tinte versprühen. Die ist auch weg. Und jetzt Heulboje zum Spawn richten. Und wieder jemand getötet. Es läuft. Aber nicht gut, ne? Wir müssen halt wirklich bis runter zu 9. Wir müssen das schon fast KO'en. Also wir haben da wirklich eine gute Ausgangsposition. Würde mich wundern, wenn wir das Match noch für uns entscheiden, obwohl es momentan wirklich gut aussieht. Oh, von hinten kommt jemand. Okay, ist down. Dann sofort wieder nach vorne. Ich bin halt ziemlich langsam mit meinem Roller, ne? Das muss man auch bedenken. Ja, jetzt geht es natürlich wieder in die Strafzeit. Das ist natürlich nicht so geil. So. Ja, wie gesagt, es wird wirklich ein heftiger Kampf, also die haben das schon fast in der Tasche. Ich meine, wir haben jetzt schon sozusagen die Runde einmal gefinished. Und das einzuholen ist natürlich möglich, aber ja, sehr schwer. Oh Gott, weg mit diesen. Ah, ich könnte kotzen, wenn ich von einem Blaster umgebracht werde. Ja, zumindest der Blaster beteiligt war. Ey. Naja. Es geht jetzt wirklich um alles, ne? Wir sind schon fast S-Rang. Und von daher, komm, man kann es schaffen. Es ist wirklich greifbar. Die erste Partie ist zwar jetzt ein Fail, aber was willst du machen, ne? Ja, gekriegt. Oh, ein Glück, weil der Mensch nochmal gekillt. Boah, und noch einer weg. So, und jetzt der nächste dort ist. Ah, Mist, ich krieg meine Heulboje nicht mehr raus. Verdammt. Na, jetzt geht's in die Verlängerung, wenn es überhaupt eine wird. Wird aber ziemlich, denke ich, unlösbar. Das wird heftig. Da müssen wir jetzt schon ein stärkeres Kommando ausfahren und ich glaube kaum, dass wir das haben.
Ja gut, wenn wir nach vorne stürmen und ein bisschen angreifen, vielleicht. Von hinten ein bisschen überraschen. Und Tollboy rausholen. So. Nee, die haben wieder die Herrschaft. Okay. Das war nicht so gut, aber ich denke, Dünnerroller. Na, ich lasse das lieber sein, ich gehe auf eine Schusswaffe. Werde, glaube ich, auch meine Schuhe wechseln. Aber 12 Kills. Also, gar nicht mal so schlecht. Und wenig Deaths. Ist in Ordnung so. Gut, dann bis auf der nächsten Map. Ich kann's einfach nicht lassen. Ich muss den Junior Klexer spielen. Aber wenn's mir was bringt, ne, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Man sollte ja die Waffe mainen. Ist das die gleiche Gruppe? Scheint fast so. Man sollte ja die Waffe mainen, die einem am besten steht, ne? Damit man am besten klarkommt. Da helfen meistens auch keine Profi-Tipps oder so ähnliches einem. Ein Profi spielt ganz sicher mit etwas anderes besser als man selbst und jemanden zu kopieren, ne, das bringt nichts. So, ich gehe mal in die Schlacht rein. Typischer Sniper auf dieser Map natürlich wieder, ne. Geht ja fast schon ohne einen nichts mehr. So, weg mit dir. Ach, komm, geh aus der Zone wieder raus. Jetzt stimmen sie nach vorne. Ich weiß nicht, warum sie momentan so stark sind. Wo sind unsere Mitspieler? Ja, wieder nicht anwesend. Ich bin der Einzige, der die Zone irgendwie verteidigt hat. Alle anderen sind irgendwie einfärben gegangen. So, jetzt. Oh! Jetzt haben wir hier eine Remis. Ein Gleichstand. Oh Gott, oh Gott. Sniper und Roller. Weg. Okay, immerhin Roller ausgeschaltet. Kommt schnell, Herrschaft. Ach, Mensch. Okay, jemand hat sofort diese mittige Base dort eingenommen. Das ist natürlich auch gut. Vielleicht hilft das uns jetzt. Und tatsächlich, jetzt haben wir hier anständiges ja, Puffermaterial. Die kommen jetzt nicht so leicht an uns ran. Das ist ein Blaster. Weg mit dir. So, super. Das bleibt schön unsere blaue Zone. Gelbe Zone. Ich bin schon farbenblind. Und der kommt immer von dort, ne? Ständig kommt der von unserer Seite aus. Aber keine Panik. Wir können ja immer wieder an einen günstigen Ort springen. Auch wenn der jetzt so langsam eingenommen wird. Ja, kümmere ich mich um die Zone oder um die Gegner? Ach, warum haben wir immer so Lappen im Team, Leute? Es geht immer so gut los und dann gacken die alle ab. Oh, schön gemacht von ihm. Schnell, Schutzschild. So, mein Freund, jetzt habe ich die besseren Chancen, ne? Jetzt wieder aufpassen. Auf die 31, 39 müssen wir runterkommen. Ja, ist möglich, aber wir müssen stark verteidigen. Sniper sind halt gefahren. Hier hinten, die Zonen gehören uns nicht mehr so wirklich. Aber denen auch nicht. Keine Ahnung, die sind auch nicht präsent. So, Herrschaft geht weiter, das ist gut. Komm, wenigstens die Strafzeit ablegen. Wenigstens die Strafzeit ablegen. Schnell, Schutzschild. So. Jetzt einfärben, 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 einfärben. Egal, wenn ich abgeschossen werde, egal. Ach, Mist. Wo sind denn die? Ah, da ist jemand, da ist jemand. Von hinten? Kommt von hinten ein Sniper? Nee. Ist von vorne, ne? So, sehr schön. Lol, in der Luft hä, wie ist der denn gestorben? What the fuck? Ein bisschen laggy. Die kriegen uns wieder down. Die kriegen uns wieder down.
Heute ist dann kein guter Part. Heute verlieren wir alles. Ah, jetzt nervt dieser dumme Blaster wieder rum. So, mein Freund, jetzt bist du down. Boah, der muss ja eine Verteidigung gehabt haben. Krass. Ja, verloren. Damit machen wir denn heute keinen Gewinn. Aber was haben wir da auch für unfähige Spieler? Mein Gott. Einer war gut, ne? Einer hat halt, wusste, wie man sich anlegt, aber zwei von denen waren halt einfach mal nur für die Casual-Tonne. So, letzte Schlacht, Koffer für Schlager. Na, hoffentlich wird es was. Wir haben so gut gekämpft bis hierhin. Und jetzt stürzen wir wieder ab auf die A-. Das wäre nicht so cool. Wir sind ja kurz vor der Vollendung. Ich meine, wir waren schon auf der 52. Nochmal so einen Run und wir werden durch. Aber das hängt dann halt auch wirklich davon ab, ob alle Spieler in deinem Team halt irgendwie was taugen. Ich hab ein Kugelschild. Ja, da habe ich jemand gekriegt, super. Ist da jemand da hinten? Ja, da ist jemand, da ist jemand. Scheiße. Und weg mit dir. So, machen wir das hier mal lila. Kugelschild, scheiße, weg. Ist besser einfach zu flüchten, aber ja. Wenn man den geht. Oh nee. Also das kotzt mich wirklich an. Diese scheiß Blaster, ne? Ich verstehe nicht, warum die so gut sind. Komm, noch haben sie keine Führung. Aber jetzt hab. Ja, Führung. Ja. Verloren. So, weg mit diesem Drecksblaster. Oh mein Gott, tut das gut. Den sterben zu sehen. Kugelschild, aufpassen. Ich muss dranbleiben. Ich muss dranbleiben. So, schnell Kugelschild. Super. Wenn jemand mich jetzt schießen will, drücke ich sofort die Aktiviertaste. Ja. Da wäre zum Beispiel die Situation gewesen, da wäre ich aber zu langsam gewesen. Und Sniper ist natürlich auch noch so eine Sache. So, da hinten kommt jemand. Wo ist er jetzt hin? Okay, ich habe den irgendwie gar nicht gefunden. Ah, weil der von hinten kommt. Der hat sich hier hoch... Ja, er ist da hochgeschwommen. Ich gehe da weiter hoch. Gibt es gelbe Farbe, damit kann ich halt meine Spezialfähigkeit gut aufladen. Und, es gibt einen Sieg, es... Nein, 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 nein. Nein, Leute, tut mir das jetzt nicht an. Oh mein Gott. Ich hätte gekotzt. Das Projekt wäre hier zu Ende. Puh, dann haben wir unsere missliche Lage nochmal so halb gerettet. Im nächsten Part vielleicht dann mit einer anderen Waffe, mal schauen. Und ja, Maps werden die gleiche bleiben. 44, ja, immerhin 2 Punkte mehr als die Startposition. Nee, nicht mal. Wir haben Verluste gemacht. Eieiei. Ja gut, dann hoffentlich geht es beim nächsten Mal besser. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre nett. Und bis demnächst.